Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy. Wir haben unsere Schiffsfolgen nochmal überarbeitet. Wir reden hier wirklich nicht über die Geschwindigkeiten, die Specs der Schiffe, sondern wir versuchen eher so die Rolle zu charakterisieren und sprechen darüber, was das Schiff für euch kann. So sieht's aus. Und heute ist die MISC Reliant Core dran. Das ist doch ein sehr prominentes Schiff mittlerweile. Das ist das erste Tier Level 2 Schiff, was sich halt eben jetzt in Star Citizen dann halt zum Verkauf stellt. Und das Design ist halt eben hier doch relativ bemerkenswert. Das ist halt ein schönes Nurflüger-Design, elegant, zeitlos und dennoch pragmatisch. Der Designer hat sich hierbei halt so an japanischem Design halt eine Anleihe genommen, hat das Ginkgo-Blatt sei genannt und die Samurai-Klinge. Also halt was sehr Einfaches, aber dennoch halt schön und elegant. Ja, es war auch geplant, dass der ganze Laderaum oder der ganze Frachtraum in den Nurflügler hinein soll, in die Flügel hinein soll. Das hat aber von der Physik gar nicht funktioniert, deswegen haben wir jetzt einen getrennten Ladebereich. Vielleicht noch wichtig, wir haben zwei Sitze, man kann es zu zweit fliegen oder aber auch alleine. Und das gesamte Schiff ist von MISC bzw. von der Xian-Technologie beeinflusst. Genau, das zeichnet den MISC-Konzern ja aus. Dementsprechend kommen wir jetzt auch direkt zur Rolle des Schiffes. Es ist ein sogenannter Short-Range-Mini-Hauler, zu Deutsch quasi ein Kurz- und Mittelstrecken-Transportschiff für Fracht. Und dementsprechend ist es halt eben auch ein Einsteigerschiff. Um halt quasi direkt im Verse halt kleinere Aufgaben erledigen zu können. Ja, wir kommen so auf 13 Meter Länge, 18,7 Tonnen Leergewicht, 30 SCU-Frachteinheiten haben wir als Möglichkeit, Waren zu transportieren und die besagten zwei Sitze sind auch dabei. Als Einsteigerschiff bestimmt schnell profitabel, wenn man einfach seine Karriere starten will. Und durch die gesamte Reliant-Serie, haben wir auch die Möglichkeit, flexibel gewisse Teile umzurüsten oder auch Module zu tauschen. Es ist aber so, dass diese Modularität gegenüber jetzt dem Explorer-Modell und gegenüber dem News-Van, also der Zen und der Marco, ist diese Flexibilität eingeschränkt. Genau, trotz alledem wird diese Flexibilität, die halt eben durch diese Serienmodularität besteht, dazu führen, dass halt diese Anschaffung für den Spieler sich halt sehr nachhaltig darstellen wird, weil man halt eben nicht nur auf einen bestimmten Bereich festgelegt ist, sondern man kann halt eben auch zum Beispiel halt das Horner-Modell dann vielleicht zu einer Skirmisher umbauen, bedingt halt eben halt damit auch dann später vielleicht exploren, da muss man halt eben gucken, aber man ist halt eben nicht so festgelegt und dementsprechend kann es halt eben tatsächlich auch in gewisser Weise zu den Allroundern gezählt werden. Sie ist auf jeden Fall dann, was ihr Flugverhalten angeht, auch nochmal sehr manövrierbar, relativ schnell, elegant im Steuern. Das sind so Eigenschaften, die man normalerweise von einem Transporter überhaupt nicht gewöhnt wäre. Das liegt jetzt auch an der Xian-Technologie, weil wir haben hier so omnidirektionale Manöverdüsen, schwenkbare Gondeln, die sich halt um diesen Rumpf herum, um diesen Flügel herum gruppieren. Genau, und auch die Xian-Inspiration zeigt sich auch im Cockpit, also gar nicht so wie bei einer Freelancer, sondern man hat keinerlei Streben, man hat eine perfekte Übersicht, alle beiden Piloten haben das, das ist ganz großartig. Und das Fliegen des Nurflüglers muss man halt eben auch ein bisschen üben. Das ist halt eben so ein Punkt, da sich das Schiff halt aus der Horizontalen in die Vertikale dreht nach dem Start, muss man halt immer im Hinterkopf behalten, dass man halt nicht wie bei allen anderen Schiffen die Tragflächen zur Seite raus hat, sondern vertikal. Dementsprechend immer an Strukturen und Asteroiden so ein bisschen Platz nach oben, da unten lassen, sonst ist ganz schnell mal eine Tragfläche ab. Die Ausstattung vom Schiff fällt erstmal relativ schmal aus. Wir haben jetzt hier keine Kajüte natürlich, wir haben keine Toilette, kein Bett bis jetzt. Ein Klappbett wird diskutiert, da hoffe ich, das kommt dazu. Das heißt, das ist erstmal alles weg. Dann ist es so, dass wir eine relativ schmale Primärbewaffnung haben. Wir haben erstmal nur zwei Size 1 Fixed-Waffen verbaut. Die Flügelspitze ist optional nachrüstbar, da kann man die Kappe abziehen und dann eine Size 3 Waffe fest anbringen. Das wäre sozusagen eine Option, das Schiff nochmal aufzuwerten für den Kampf. Raketen sind im jetzigen Lieferumfang nicht dabei. Genau, es ist halt eben auch so, dass halt in der Auslieferung später bei der Horler-Variante sogar ein Traktorstrahl dabei sein soll, der genau halt für diese Flügelspitze gedacht ist. Kommen wir zum Fazit der ganzen Geschichte. Die Reliant ist halt ein super Starterschiff, ist ein wirklich tolles, rundes Paket, um halt erstmal im Verse halt so die ersten Gehversuche zu machen, ein bisschen Geld zu verdienen, halt ein bisschen Cargo zu horn und vielleicht ein bisschen zu kämpfen. Es ist aber ganz klar kein Schiff, was halt wirklich einem ausgewachsenen Fighter die Stirn bieten kann. Ja, also gerade jetzt, sag ich mal, Arena Commander, Vendor Swarm oder halt wirklich jetzt Leaderboard Fighting kann man damit wirklich nicht machen. Ich denke, die Idee ist eher, man hat dann vielleicht ein bisschen Zeit, man hat die Wendigkeit, um sich halt notfalls dann später im PU zurückzuziehen. Das heißt, dieses Schiff ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wirklich einsetzbar. Vielleicht gegenüber der Aurora, die auch sehr modular ist als Einsteigerschiff, kann man hier wirklich sagen, dieses Schiff ist vom Design ansprechend,
man hat eine Flugfähigkeit, die normaler Transporter nicht hat. Genau, außerdem werden sie halt eben die MISC-Antriebstechnologie natürlich verbaut haben, was dazu führt, dass man halt schon in der Reichweite wahrscheinlich anderen Schiffen etwas überlegen sein wird, da diese Triebwerke halt als besonders treibstoffeffizient gelten. Ja, liebe Freunde, das war's von uns halt heute halt in dem neuen Schiffsformat mit der Reliant Core von Musashi Industrial and Spaceflight Concern. Habe ich jetzt, glaube ich, richtig gesagt. Furchtbarer Name, bleiben wir einfach bei MISC. Ja, schreibt uns doch bitte in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Mögt ihr das neue Format, dass es ein bisschen kürzer und knackiger ist und weniger Specs-Gereite? Und vor allen Dingen abonniert diesen Channel, wenn ihr uns halt eben weitersehen wollt. Das würde uns wirklich sehr freuen und bringt uns echt weiter. Und ja, schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr sehen wollt, was ihr nicht sehen wollt, was ihr mochtet, was ihr nicht mochtet. Oder schwatzt einfach mit uns über Star Citizen, da freuen wir uns auch jederzeit drüber. Wenn ihr uns persönlich als YouTube-Creator unterstützen wollt, guckt mal auf Patreon vorbei, vielleicht ist ja was dabei für euch. Und so lange sagen Weez und Dozer euch, wie immer, see you on the flight deck!